Willkommen zurück zu Pokémon Blattgrün! Ihr seht's, wir befinden uns neben unserem Buddy Arctos und setzen am besten jetzt Blitzer also an erster Stelle. Der macht ordentlich Damage und kann paralysieren. Und dann versuchen wir mal unser Glück, ne? Ja, Ach ja, Let's Play Pokémon Feuerrot. Das war schon stylisch. Da geht er direkt ins Netz. Das waren noch tolle Zeiten. Okay, probieren wir es erstmal mit Donnerwelle. Mal sehen, ob er uns heute auch gediegen ist oder nicht. Versucht ein bisschen agil zu sein, aber okay, Donnerblitz. Natürlich aufgrund Flug sehr effektiv. Haut es ihn sogar aus den Socken. Es ist sogar zu viel, als dass ich zweimal machen könnte. Schade, Marmelade. Probier mal, was Doppelkick ausmacht. Okay, ein bisschen sehr wenig. Das gibt dir nicht gerade den Kick, was? Okay, probier's mit Biss. Eieiei. Na ja, gut, dann müssen wir halt Pixel für Pixel uns vorankämpfen. Ja, nicht einfrieren. Das wäre voll und cool. Ey! Und nochmal Biss. Sehr gut, das sieht doch sehr gut aus. Super geschwächt, paralysiert ist es ebenfalls. Dann probiere ich es natürlich mit den Hyperbällen. Dafür habe ich sie gekauft. Nicht den Meisterball, sondern Hyperbälle. Versuch Nummer 1 war es schon mal nicht. Aber besser kann man es jetzt in der Situation eigentlich kaum machen, oder? Ich weiß nicht, ob Schlaf noch besser wäre als Paralyse, aber pff. Leider ist Siberio auch so gut wie am Boden schon wieder. Probier's halt mal mit dem Superball. Tu, was du kannst. Tu was für dein Geld. Nee. Dann probieren wir nochmal einen alten Pokéball. Ich wüsste nicht, warum das besser werden sollte, aber... Versuch macht klug. Eins. Oh, ich hatte schon gedacht, ey. Ich hatte schon gedacht. Jetzt kriegt er unseren neuen KP-Blitzer auch nicht mehr down, hä? Altes Fischgesicht. Ey, du Vogel, ey. Eins. Zwei. Ja, legendäre Pokémon-Fang ist natürlich auch keine Sache von Sekunden, aber... Ich bin hier eigentlich guter Dinge. Weil es sieht sehr gut aus, wie wir das gemacht haben. Hat immer so ein bisschen die Geduldsfrage. Hätten wir ihn besiegt, hätte ich auch gesagt, komm, vergiss es, ist nicht schlimm, ist nicht wichtig, aber... bisschen Ehrgeiz habe ich dann schon. Eins! Ja, halt schön, schon eine schöne Sache. Der Weißnebel. Na komm, Baby! Ach. Ja, es macht wenig Sinn, da auf Pokebälle oder Superbälle, umzusteigen, aber wenn man oftmals das Gefühl hat, dass es was bringt. Wir hatten es in Let's Play Pokémon Gelb, ja, so eine 1, 2, schade, so eine coole Szene bei Mewtwo, als ich den Meisterball auf der Box vergessen habe und mit im Kampf gegen Mewtwo war und ich hatte, meine ganzen Teammitglieder waren besiegt und nur noch so ein kleines Blutzucker auf Level 10 oder was weiß ich, 1 und ich hatte, glaube ich, nur noch... Die ganzen Hyperbälle haben alle nicht funktioniert. In Pokémon in der ersten Generation konnte man ja noch vorbeiwerfen und was es da nicht alles gab. Und dann habe ich einen Pokéball gehabt und der hat dann funktioniert. Das war eine coole Sache. Schön, dass er sich nicht erholen kann. Was wir im letzten Part schon wieder hatten mit irgendwelchen Jurob und Jugong, die Erholung eingesetzt haben. So. Ja, aber es sieht so aus, als wären wir ihm auf der Spur. Wisst ihr das? Es hat immer so den Anschein, als hätte er das Verlangen, mal drin zu bleiben. Er guckt sich immer noch mal einen Ruckler um. Diesmal nicht. Ah, ja, gut. Das ist wie immer so eine Geduldssache. In der ersten Generation gab es ja nicht so viele legendäre Pokémon. Wieder von Generation zu Generation mehr. Arctos, Zapdos, Lavados, Mewtwo. Das war das ganze Regime. So, mit deinem Weißnebel. Ich hoffe, du hast Spaß. Ja,
Ja, für mich war Arctos immer das Pokémon aus dem Vogeltrio, was ich am wenigsten mochte. Zwei? Drei? Mann. Weil seine Attacken waren auch wirklich so für einen Bobbus. Ja. Da war Zapdos mein Favorit, den habe ich dann oftmals so mitgenommen zur Pokémon-Liga. Und Lavados fand ich dann auch noch ein bisschen cooler als Arctos. Natürlich lässt sich was draus machen. Ich habe auch damals in der ersten Generation und zu der Zeit mal mir halt... ich hatte so ein Schummelmodul, wo man auf der jeweiligen Route jedes beliebige Pokémon fangen konnte. Da habe ich halt das Spiel schon angefangen und auf Route 1 dann gemacht, dass Arctos, Zapdos und Lavados erscheinen. Auf Level 2, 3 und da habe ich das ganze Abenteuer mit Arctos, Zapdos und Lavados gespielt. Das war auch lustig. 3? Da ist es passiert! Arctos wurde gefangen, hat sich viel mehr gewehrt als bei Feuerrot, aber pfff, drin ist drin. Ein legendäres Vogel-Pokémon, das angeblich in Legend verehrten Wanderern den Weg weist. Was du nicht sagst. Er eröffnet sogar Box Nr. 2. Jetzt müssen wir nur noch den Ausgang finden aus diesen verdammten Seeschauminseln. Da schon mal nicht. Es gibt nur diesen einen Weg scheinbar. Die Speede, wie auch im letzten Part, die ständigen, nervigen, wilden Pokémon. Hier haben wir noch ein Itemchen, ein Hyperball. Ja, da kriegen wir noch was zurück. Als Entschädigung quasi. Da geht's hoch. Guck mal, Yugong. Aber ich will ihn jetzt nicht versuchen zu fangen. Ich denke, wir kriegen unser Team komplett. Wo haben wir denn jetzt zwei Aufgänge nach oben? Den will ich nicht benutzen. Komm, wir gehen mal den anderen Weg. Wenn ich darf. So. Nerv mich nicht. Wollen hier raus, aber wo war denn der offizielle Ausgang? Konnte man da hoch? Das sieht aus, als könnte man da Kaskade einsetzen. Ah, Lamus, mein Hübscher. So. Ja, weiß nicht, lass mal überlegen. Da ist eigentlich nichts. Nervt doch mal nicht. Ihr merkt es schon, wie das nervt, ne? Ich hätte mir schon einen Topschutz mitnehmen müssen. Surf mal kurz darüber. Da unten ist ja nichts weiter. Das könnte es sein, weil das andere Aufgang, der war ja nach oben. Was ist denn hier jetzt? Hier ist... Der Ausgang! Ich hatte schon eine Befürchtung, dass es der Eingang wäre. Hallo, ich krabbe dich von hinten an. Machst du auch gerade Urlaub? Sehe ich's aus. Sehe ich entspannt aus. Nein. Irene. Da liegst du daneben. Gut, dann werden wir gleich die Zinnoberinsel erreichen, würde ich mal so schätzen. Nee. Kämpf du halt mal eine Runde. Passt. Aber wir müssen jemand anderes vortun. Mit dem Feuer-Pokémon die ganze Wasserroute schaffen. Ach komm schon, ausgerechnet die beiden sind besiegt. Ausgerechnet die beiden sind besiegt. Was du nicht erzählst. Okay, da würde ich ja fast plädieren. Wir fliegen nach Alabastia. Wir haben die Seeschauminseln abgehakt. Und machen die ganzen blöden Trainer. Die ganzen dämlichen Wasserrouten. Aber ich will mich in Alabastia erstmal heilen. Damit Pflanze und Elektro respektive Blitzer und Sarzenia mal rankommen. Aurora-Strahl. Wollte gerade sagen, damit kam ich früher immer durcheinander, weil Feuer eigentlich Eis schmelzen kann, aber Eis ist ja auch nicht gut für Feuer, dachte ich mir, dass man das Feuer so ein bisschen erstickt, aber Feuer schmelzt ja Eis und so. Und so. Kannst doch zum Daumen gehen, Jurob. Thank you. Level up vielleicht? Yes. Schön, schön, schön. Du kennst keine Gnade. Da kann ich dir ein Lied von singen, du.
Gut, wir werden jetzt uns von Alabastia bis zur Irene vorkämpfen. Ja, also den ganzen Weg hier. Andersherum. Natürlich hätte man, wenn man den Seelenorden und den Sumpforden hat und so weiter und so fort, auch von hier aus nach Süden surfen können, aber wir wollen doch unserer Mutter mal wieder einen Besuch abstatten, oder? Markus, du solltest eine kurze Pause einlegen. Kein Hallo, kein Willst du was essen? Wie geht's dir? Was hast du gemacht? Na, gut, dann halt nicht. Zerrüttete Familien. Na, wir Familien im Brennpunkt oder was? So, hier gibt's Tangela. Aber interessiert mich nicht. Bin nicht mehr drauf aus, Pokémon zu fangen jetzt. So, tu mal nach vorne. Wen? Ach, die sind beide so hochgelevelt. Ups, assa. Ja, trotzdem, Blitzer darf noch ein bisschen kämpfen. Die Wasserrouten gehören trotzdem denen. Fertig aus, Mickey Mouse. Aber so ein blödes Sentacha können wir doch endlich mal fangen, oder nicht? Da, Superball. Reicht doch, du bist Level 9. Nerv mal nicht. 1, 2, 3. So hat das. So fängt man heutzutage Pokémon. Da kann sich Arktos mal eine Scheibe von abschneiden. Dieses Pokémon findet man in flachen Gewässern. Unachtsame Gegner empfängt es mit brennendem Gift. Bist du ein Feuer-Pokémon? Nee, okay. So. Ganzen Angler. Ach komm schon, muss ich mal absteigen. Möchtest du wissen, ob die Fische beißen? Setz denen doch einen Maulkorb auf. Okay, Witz gemacht, selbst gelacht. Lach nicht, Ahmed. Das fällt mir dazu spontan ein. Ich muss deine Fische braten, wenn du nichts dagegen hast. Hier. Golking. Golking, Golking. Wie geht es, Golking? Ich habe noch nie mein Leben geangelt. Ich habe da gar nicht die Geduld für. Ja, hinzusetzen und zu warten, bis ein bisschen Fisch dabei ist. Nee, ich gehe in den Markt und kaufe mir Fischstäbchen. Gibt es jetzt auch irgendwie so Gemüsestäbchen? Aber ich muss mal ausprobieren. Fischstäbchen ohne Fisch, sondern mit Gemüse dran. Ich glaube, ich mache es mir nachher. Ja, nach der Aufnahmesession. Mach mir Gemüsestäbchen. Also Fischstäbchen ohne Fisch, sondern mit Gemüse. Wo bleibt das neue Gemüse-Pokémon? Schön, die ganzen Golking, die geben EP, ey, die geben EP. Wer am dringendsten EP nötig hätte, das wäre... Stopp. Ich habe so eine Idee. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Pass mal auf. Wir geben uns gerade wieder weg von Ahmed, sondern ich muss noch was erledigen, was wichtig ist. Ich hoffe zu wissen, wo das in etwa war. Es könnte in Fuxania City gewesen sein, aber schlag mich nicht, wenn es nicht so ist. Ich habe mein Fahrrad leider nicht auf Select, sondern immer noch die Superangel, das weiß ich. War dann, ich suche den EP-Teiler, Freunde. War der hier? Könnte. Jupp, sieht stark danach aus. Hallo, erinnerst du dich? Ich bin Professor Eichs Assistent. Wenn du mindestens 50 verschiedene Pokémon gefangen hast, habe ich ein Geschenk für dich. EP-Trainer. Also Markus, hast du... Ich glaube schon. Super, du hast 52 verschiedene Pokémon gefangen. Einfach klasse. Ja, das hast du dir redlich verdient. Ja, sicher, ich weiß. Okay. Ja. Das ist sehr schön, weil Gingo hat den niedrigsten Level und jetzt... wird so viel gekämpft gegen Wasser-Pokémon, wo Blitzer und Sarzenia einfach nur abgehen, dass ich mir gedacht habe, das wäre doch sinnvoll, oder? Was meint ihr? Ach so. Ja. Ich muss auch sagen, in der ersten Generation gab es ja auch den EP-Teiler, aber der hat dann noch ganz anders funktioniert. Falls ihr euch entsinnen könnt, in der ersten Generation konnte man noch keine Items geben, das kam erst in der zweiten, in Johto. Und wie hat denn der EP-Teiler damals funktioniert? Richtig übel! Dann hat man einfach einen Beutel gehabt. Und wenn man den halt nicht auf dem PC abgelegt hat, sondern im Beutel gelassen, hat jedes Pokémon im Team EP bekommen. Das heißt, du hast da irgendein wildes Pokémon besiegt. Und dann steht da,
Turtok erhält 2 EP. Sarzenia erhält 2 EP. Digtree erhält 2 EP. Gerade bei hier so 6 Karpador, wie jetzt schon wieder. Das darf nicht wahr sein, was hier abgeht. was kam da noch? Ne, so halt, das war voll schlimm. Da habe ich immer gemacht, du hast natürlich zum Leveln, wenn du zum Beispiel Dragonir zu Dragoran entwickeln wolltest, ich erstmal so Top 4, aber du musst halt immer alle Pokémon ablegen, dass du nur 2 Pokémon hast. Also habe ich nur, keine Ahnung, Mewtwo und Dragonir im Team gehabt. Es war umständlich, ja. Was hat genervt nach jedem Trainerkampf? Und es war halt die Zeit, wo du halt nicht, sag ich mal, 6 Teammitglieder hattest, sondern. Ja, damals, 1999, wann das rauskam, alles. Die meisten haben halt wirklich immer nur ihren Starter trainiert, bis der Level 100 hat. Und da ist da halt 6 andere Pokémon, was irgendwie zerschneider kann oder irgendwas, was du mal da und da gefangen hast. Irgendwie noch ein Radfratz von Route 1, ja. Und jeder kriegt dann. Radfratz erhält 3 EP. Karpador erhält 3 EP. Zubat erhält 3 EP. Mann, ging es auf den Keks. Deswegen war ich immer so anti gegenüber den EP-Teilen eingestellt, aber da wurde doch so viel besser gemacht. Ich wage sogar zu behaupten, dass aus diesem Grund diese ganze Sache mit Item-Tragen eingeführt wurde, weil sie sich überlegt haben, wie sie das mit dem EP-Teiler besser machen können. Bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube schon, dass es den EP-Teiler auch in Gold-Silber gab. Schöne Sachen, schöne Zeiten. Warum greife ich die ganze Zeit mit Donnerblitz an? Ich bin so ein Noob, ey. Das war jetzt auch wieder so überflüssig da. Die ganzen fucking Carvador und die ganzen EP werden doch geteilt, ey. So wollte ich es dann doch nicht machen. Schön, dass wir weiter können. Doppelkampf! Eve oder Eve. Hä? Ein Kampf? Tobi, schaffst du das nicht alleine? Eve, aber Eve ist eine V. Eve habe ich bisher noch nicht gehört. Natürlich kenne ich Eva, aber Eve ist mir neu. Oha, das sind schöne Schinken. Wir haben ja die passenden Pappnasen hier zum Kontern. Würde ich fast vermuten. Ach, Rasierblatt trifft doch noch beide. Wie stylisch ist das denn? Yo. Schön, 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 schön. Oh, Seemon wehrt die Attacke ab. Ist ja ein ganz gewitztes Schlawinerchen, ne? Was ich da andauernd für Geräusche höre. Ich denke, als da weint jemand. Wisst ihr, was das für ein Geräusch ist, was ich höre? Ganz leise hinten. Dann putzt ihr mal die Fenster. Dieses Quick, Quick. Ihr kennt das Geräusch. Ich denke, da heult jemand, ne? Oh, warte, Mann. So, alle Level up hier. Das war schon stylisch hier. Eve. Wenn jemand so einen Namen hätte, würde man eh immer Eve sagen. Eve. Schon wieder. Üb. Ihr werdet es nicht hören, das ist viel zu leise, aber irgendjemand putzt die Fenster. Üb. Tentacha. Hi. Schon wieder. Okay. Der Körper reinigt Geist und Seele. Stand das da? Beim Leopold. Ich glaube, irgendwie irgendein Urgroßvater von mir heißt Leopold oder hieß Leopold. Und hat sich eine Frau ausgesucht, die heißt Leopoldine. Geiles Ehepaar, oder? Leopold und Leopoldine. Das ist doch eine schöne Sache. Müsste der Nachname nur noch so passen. Leopold und Leopoldine Leopard. Hans Hansen. Will tanzen. Aber wo Hans? Wo ist denn unser Rivale? Wann haben wir den zum letzten Mal gesehen? Im Lavandierturm? Nee, in der Sivko. Stimmt. Das hätte der Sivko nicht gesehen, definitiv. Wird mal wieder Zeit. Wann sieht man den denn das nächste Mal? Ich glaube gar nicht mehr bis zur Pokémon-Liga. Oder? Sieht man den Rivalen noch irgendwo? Gibt es da noch einen Kampf, bevor man zur Pokémon-Liga will? Weiß der Geier.
Jetzt besiege ich diese Tentacha. Das ist jetzt mein Ernst. Okay, bitte Gehirn untersuchen lassen. Irgendwas stimmt bei mir nicht. Hey, du verjagst die Fische! Hier, wie gesagt, kauf dir Fischstäbchen. So teuer sind sie nicht. Oder Gemüsestäbchen, aber wer schon Anselm heißt. Da fällt mir nicht mehr viel zu ein, ehrlich gesagt. Der letzte Donnerblitz. Ach, nach dem Trainerkampf werde ich erstmal Nimi wieder nach vorne tun. Gimme, gimme, gimme more. Gimme the Nimi. Ja, noch Austausch. Auch noch Austausch. Weiß nicht, was ich machen soll. Oh, oh. Cool, du bist nicht schlecht. Du bist ja gar nicht so schlecht. Ich wollte nicht so barsch sein. Erst bist du barsch und dann trittst du mir in den Hintern. So, nicht anders. Da haben wir noch einen. Jo. Hallo, Challenger. Leiste mir Gesellschaft, bist du etwas anbeißt. Ach du lebst bisher. Sitzen wir ja noch hier bis zum Weltuntergang hier. Amadeus, 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 Leute, Amadeus, Leute, Amadeus. Kannst immer noch mit Biss was reißen, aber bestimmt keinen First Hit. Also First Kill, wie auch immer. Two Hit Kill. Das ist das Richtige. Boah, Schluck auf. Hornattacke, er zeigt mir sein Horn. Lass sein Horn stecken. Du verwirrst mich. Kann man sich eigentlich vor Verwirrung selbst verletzen? Das hat man im Pokémon Stadium gesehen. Wo sie quasi sich selbst gehauen haben und so. Vor Verwirrung selbst verletzt. Goldini. So, es wird Zeit für einen Machtwechsel. Ja, doch. Macht ihn da. Ihr schafft das schon, ihr blöden Lappen. Oh yeah. Dum, dum, dum. Bum, 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 bum. Ja, ich habe schon den Verdacht, dass wir Diktri mehr oder weniger mitschleppen. Ich würde ihn ja fast links liegen lassen, du. Ganz im Ernst. Aber jetzt gehört er dazu. Definitiv das schwächste Pokémon im Team. Hätte ich gedacht, dass der mehr rockt. Ganz im Ernst. Aber der muss doch noch Erdbeben lernen. Diktri, mal ganz im Ernst. Lernt er kein Erdbeben? Müsste. Ey, ich habe doch Start gedrückt. Habt ihr gehört, wie ich hier drauf gehämmert habe? Bum, bum. Jetzt hat man meine Eingabetaste. Ihr habt doch bestimmt gehört, wie ich hier so gemacht habe. Und dann halbes Jahrhundert später kommt das Ausrufezeichen. Egal, wir können Starmie auch zerbeißen. Ja, ich spiele Pokémon mit der Tastatur. Eigentlich ziemlich alles spiele ich lieber mit Gamepad, aber bei Pokémon habe ich mir echt angewöhnt. Weil so Jump'n'Runs oder irgendwas könnte ich nie mit Tastatur spielen, aber Pokémon ist so, passt. Ich wackelt und hat Luft, ne? Ich finde das in Ordnung so. Finde noch zu Petro. So. Jo, jo, jo. Gut. Nächster, bitte. Ach, genieße die Sonne und den Wind. Ach, Schätzelein, ich würde eigentlich lieber gern mal die Zinno-Insel erreichen, lieber Thomas. Putzi. Und schwupps, ist das Vieh rasiert. Sein cooler Augen. Für mich eines der Pokémon, die sich am wenigsten, sag ich mal, entwickeln. Quapsle, Quaputzi, Quabo. Ernsthaft? Hält sich in Grenzen. Gerade von Quaputzi zu Quapo. Ich meine, man sieht einen Unterschied. Ganz klar. Aber so gravierend? Nicht. So vom rein äußerlichen meine ich jetzt. Natürlich ist es viel größer. Guck böse. Das war's eigentlich, ne? Quapsle auf Quaputzi. Naja. Kriegt halt Arme. Die Augen sind anders. Und er hat verliert seinen komischen Schweif. Quapsler so ein Schweif. Naja, wollen wir jetzt nicht über den Schweif anderer Leute reden? Ich genehmige mir einfach mal Zitronen-Eistee. Schütte ich mir ein. Ja? Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen. Ich
muss gestehen, bei Pokémon Blattgrün, wenn wir so unzählige Trainerkämpfe haben, nehme ich es nicht ganz so genau. Ich finde es eigentlich viel lockerer dann. Steh mal an einem Triathlon-Teil. Als wenn wir irgendeinen geilen Pikmin-Part machen oder sonst was. Nein. Oswald. Ich finde es in späteren Pokémon-Editionen auch besser dosiert. Man hat in der ersten Generation, oder sag ich mal in Kanto, viel zu viele Kämpfe auf einmal so. Ne? Viel zu viele auf einmal. Mit der Silph Crow und den Fuchsania City Routen. Da ist das hier ja, die Wasserrouten, so kleine Fische dagegen. Ich wollte es dann nochmal gesagt haben. Die mit ihrem schwuchtligen Schutzschild, ey. Gell. Mann, oh Mann, oh Mann. Fällt mir nichts mehr zu ein, du. So, Shilock. Schön, dich mal von vorne gesehen zu haben. Ich habe mir selbst einen gehabt. Einen wunderschönen kleinen. Der jetzt wunderschön groß ist. Okay. Da ist die Zinnoberinsel. Ist das nicht toll? Ach komm, wir gehen sogar kurz hin. Heilen die Pokémon? Ne, ihr wisst schon. Auch, dass wir wieder hinfliegen können. Ne. Aber grob gesagt, vollständigkeitshalber, sollten da noch die Trainer von der Zinnoberinsel zur Dings ganz kurz eliminiert werden. Oder wollen wir versuchen, Missing No zu finden? Nee. Auf der Zinnoberinsel befindet sich ein Pokémon-Labor. Alles zu seiner Zeit. Ja, wir haben das Helix-Fossil, ne? Geil. Melissa. Melissa. Ein interessanter Name. Ich könnte euch jetzt Romane erzählen, aber... Nö. Ich will das dann wieder so ein Quapsel. Da habt ihr den besagten Schweif, ja? Achso, und der Kreisel auf dem Bauch ist viel kleiner. Auch der Kreisel auf dem Bauch zwischen Quapuzzi und Quapo ist eigentlich fast identisch, oder? Melissa. Warum guckt Golking eigentlich so nach oben so? Ich brauche Luft. Hilfe, rette mich. Wo ist das Niveau auf YouTube? So guckt Golking. So gucke ich auch oft mal. Ja. Die Melissa nochmal ansprechen. Die Zinnoberinsel ist ein vulkanisches Heiland. So, ich glaube, so viele gibt es ja auch wieder nicht. Ich bin von der Zinnoberinsel hier rüber geschwommen. In der Kleidung. In der Pik... Warum nicht, ne? Hobbys muss man haben. Hobbys muss man haben. Goldini. Aber dann haben wir es wirklich geschafft mit den ganzen Trainerkämpfen. Die Leute, die jetzt tapfer durchgehalten haben... Und diese, ja, ich muss es zugeben, langweiligen Trainerkämpfe sich angetan haben mit meinem teils wirklich unsinnigen Geblubbere. Kann ich verstehen, wenn der eine oder andere abgeschaltet hat. Aber ab jetzt ist es wirklich vorbei. Gleich, wenn wir die letzten da haben, auf der Zinnoberinsel ist einiges los. Dann gehen wir ins Pokémon-Haus, da gibt es vielleicht zwei, drei Trainer. Aber da ist cool, da gibt es die Notizen mit Mewtwo und Mew und... Und dann gehen wir zu Pyro Arena. Ich glaube, dann sind die Islands dran. Die sind natürlich auch ganz anders gestrickt. Die kenne ich auch nicht so gut, muss ich sagen. Weil ihr wisst ja, bei mir basiert eigentlich alles so ein bisschen auf erste Generation denken. Schau dir meinen gestellten Körper an. Gut. Und was kommt dann? Ja, Veteran City bashen wir Giovanni. Dann geht's zur Top 4. Dagobert, what? Da geht's zur Top 4 und dann können wir auf den Islands uns noch ein bisschen rumtreiben und gucken, was es Schönes gibt. Und dann geht's weiter und dann machen wir irgendwann die Rückkämpfe der Pokémon-Liga und dann ist das Let's Play vorbei. Wird aber noch lustig mit unserem, ja, schönen Team, muss ich sagen. Unser Team ist echt gut. Mein Freund hat mir eine große Perle geschenkt. Kommentiere ich jetzt nicht. Cassandra. Und ihr setzt Muschas ein. Ironie des Schicksals. Mal sehen, welche Pokémon wir denn dann im Pokémon-Haus quasi einsetzen. Weiß es.
Da gibt's Smogon, da gibt's Fukano. Nee, ich glaube, Fukano gibt's nicht, weil es Bullpix gibt. Aber wer kommt denn dann? Wir werden sehen. Magma. Nee. Oder? Magma kam zumindest in Rot und Blau. Nee, nur in Blau. So war das. Im Pokémon-Haus vor. Nur in Pokémon Blau. Kam damals Magma. Oder? Naja. Alter Hut. Ist auch nicht so wichtig. Auch so schützt sich selbst. Ich bin da ehrlich gesagt stolz auf mich. Ich hätte echt gedacht, dass ich bei diesen ganzen Trainerkämpfen, was wir wirklich zu Vergasung hatten, wirklich irgendwann in meinen Rhythmus verfalle von wegen, komm, speede dich tot. Und das habe ich im Let's Play Pokémon Gelb ja gemacht. Und fand es dann hinterher nicht so gelungen, weil ich zu viel gespeedet habe. Das habe ich mir zu sehr angewöhnt. Einfach alles schnell durchzuhauen. Deswegen... Mein Vogel-Pokémon hat mich hierher getragen. Ja, und jetzt bist du glücklich da auf deinem Sand. Wenn du meinst. Oh, da hätten wir lieber Blitzer. Omatus. Der schon so heißt. Ah ja, und... Ja, hätte ich nicht gedacht. Ich habe mir immer vorgenommen, komm, du machst Pokémon Blattgrün jeden... Wenn es sein muss, für jeden Trainer ein Part. Ja, ich habe oft Parts sehr lang gehabt. Auch dieser Part hier gerade ist sicherlich nicht der kürzeste. Aber, mein Gott, man kann es ja nicht übertreiben. Ich finde es gut gelungen hier. Ich freue mich schon auf Pokémon Heart Gold, auch weil es anders ist und weil ich in Pokémon Heart Gold und Soul Silver noch nie Kanto richtig erkundet habe. Ich kann mich gut erinnern, wie ich in Pokémon Gold und Silber und Kristall mich gefreut habe über Kanto und alles wieder erkundet habe und wie das da funktioniert. Und in Heart Gold und Soul Silver bin ich nicht dazu gekommen, weil ich irgendwie dann Let's Player wurde. Ja, das war zu der Zeit, 2010. Da wurde ich Let's Player. Und dann war ich beschäftigt mit Mario 64, Banjo Kazooie, Zelda, Link to the Past, dann kam Super Mario Galaxy 2 und, ihr kennt das ja. Und da habe ich ich habe damals Heart Gold und Soul Silver beide gekauft. War doch 2010, wo es rauskam, im März, ne? Und im Mai bin ich dann Let's Player geworden. Ja, wir werden zusammen Heart Gold schon zocken. Das wird cool, Mann. Auch wenn der Amatus sagt, oh nein. So, ich glaube, wir sind da. Das sieht aus wie die Seeschauminsel. Yes. Da, die haben wir besiegt und die haben wir ebenfalls besiegt, Leute. Wir haben alle verdammten Kacktrainer besiegt. Ich bin glücklich. Dann kurz heilen auf der Zinnoberinsel. Und dann machen wir das Pokémon-Haus. Wir gehen ins Labor im nächsten Part. Wir werden diese, ja, eher kleine Insel erkunden, aber trotzdem, das wird lustig. Und jetzt haben wir wirklich das Grobe geschafft. Und es geht zur Sache ab dem nächsten Part. Also nicht verpassen. Ich freue mich drauf. Hoffe, ihr seid mit am Start. Daumen hoch. Bis dann und ciao.